Hier in Weimar wurde nun entschieden, was die Politiker im Erfurter Landtag nicht entscheiden konnten, wie eine konstituierende Sitzung ablaufen soll und wie ein Präsidium gewählt wird. Das Gericht hat festgestellt, dass der Alterspräsident durch seine Sitzungsleitung die Rechte der Abgeordneten verletzt hat und dass die anderen Fraktionen das Recht haben, die Geschäftsordnung mit ihrer Mehrheit zu ändern, sodass dann alle Fraktionen von Anfang an ein Vorschlagsrecht haben. Und schließlich betont das Gericht, keine Fraktion, auch nicht die stärkste, hat ein Recht darauf, den Landtagspräsidenten am Ende zu stellen. Denn aus dem Demokratieprinzip darf Folge, für das Amt braucht man eine Mehrheit und es wird frei gewählt. Vorausgegangen war die konstituierende Sitzung nach der Thüringer Landtagswahl, geleitet vom AfD-Alterspräsidenten Jürgen Treutler. Er verweigerte sich, die Beschlussfähigkeit des Landtags festzustellen. Es folgten Unterbrechungen und Zwischenrufe. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf. Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf. Treutler ließ über Stunden keine Wortmeldungen oder Anträge zu. Die Sitzung musste abgebrochen werden und die CDU wandte sich an das Gericht. Herr Treutler hat sich verhalten wie eine Puppe von Herrn Höcke und hat die Regeln ausgelegt, wie er wollte, statt sich an eine festgelegte Tagesordnung zu halten. Am Vormittag will der Thüringer Landtag wieder zusammenkommen. Für den Ablauf gibt es jetzt klare Regeln. Das Gericht hat am Ende der Entscheidung klar festgelegt, wie die kommende Sitzung des Landtags jetzt ablaufen muss, damit sie rechtmäßig ist. Und es gehört zu den fundamentalen Grundsätzen im Rechtsstaat, sich an Gerichtsentscheidungen zu halten. Auf der Basis des Urteils könnte dann der Landtagspräsident gewählt werden.